Also ich führe jetzt den nächsten Referenten ein und jetzt müssen wir uns ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anschnallen, ja? Es geht um ein Thema, wenn man nicht darüber redet, gerät man zwischen die Fronten und wenn man darüber redet, gerät man auch zwischen die Fronten. Das ist gar nicht so einfach. Spricht man nicht darüber, gilt man entweder als feige, als parteiisch oder ignorant. Spricht man über das Thema, dann gilt man als Antichrist, entweder als Antichrist, als Antisemit oder als Verharmloser der Gefahr. Jetzt überlegst du, was könnte das sein? Es geht um die Moslems jetzt im nächsten Vortrag. Jetzt geht es mal Richtung Religion, habe das heute Morgen schon versprochen. Es geht darum, den Islam, die Angst vor einer Islamisierung und eine Stellungnahme dazu. Und wir sprechen über dieses Thema, obgleich es so ein heißes Eisen ist, wo man eigentlich fast nur zwischen die Fronten irgendwo geraten kann. Aber gerade deshalb sprechen wir darüber, um zu differenzieren, um differenzieren zu lernen. Hier könnte ich ja Stunden erzählen. Ich mache einfach ein kurzes Statement dazwischen. Ich bin jetzt 38 Jahre Christ. Ich habe schon vor über 30 Jahren, 35 Jahren in muslimischen Ländern gepredigt. Als Christ habe das Evangelium gepredigt. Das ist ja eigentlich das Gefährlichste, was man machen kann nach Angsttheologie des Islam. Die haben uns eingeladen, haben uns die Füße fast gewaschen, die haben uns gekocht, die haben uns umarmt, geliebt. Einige wurden auch zornig, natürlich. Das würde ich auch, wenn wir so kommen wie wir. Ich habe sie immer nur, die Moslems immer nur kennengelernt als äußerst liebenswerte Menschen. Mir wurde zwar was anderes gelehrt, aber ich sage das einfach mal als persönliches Statement. Ich habe sie als liebenswerte Menschen vorwiegend kennengelernt. Woher kommt diese Hetze? Ich möchte mit diesem Beitrag, den wir jetzt mit dem nächsten Referenten hören, erwarten und buchstäblich Gott darum bitten, dass er uns differenzieren lernt, dass wir wieder zwischen Religion und Terrorismus unterscheiden können, dass wir aber auch erkennen, woher das Ganze kommt und warum ich mir dieses Thema jetzt einfach mal erlaube oder wir uns dieses Thema erlauben. Ich möchte es aus dem Hintergrund betrachten, was uns die Geschichte lehrt. 1871 ist ein Dokument an die Öffentlichkeit gelangt, 1871, und das ist von vielen Zeugen bestätigt. Da gab es einen Plan und der Plan hat sehr viel zu tun mit dem heutigen Streit gegen die Moslems, mit der ganzen Moslem-Hetze, was alles abläuft. Ich erinnere daran und aus dieser Perspektive möchte ich sagen, um dem Plan nicht zu entsprechen, möchte ich darüber mehr hören. Was war dieser Plan? Das war der Albert Pike, das war ein oberster Satanisten-Logenführer. Man sagt Freimaurer-Logenführer, ich bin heute eher dagegen, dass man immer die Freimaurersfeld führt. Ich kenne persönlich Freimaurer von der unteren Ebene. Das sind die liebenswertesten, besten Menschen auf der Erde. Aber obendrin, die Leute, die wirklich Weltherrschaft treiben, sind satanistische Zirkel. Und die haben, wenn man immer von den Leuten da hinten an den Strippen redet, sind wir dort richtig angesiedelt. Das sind Luziferier. Also nicht irgendwie harmlose Menschen, sondern wirklich ein Teufel im Bund. Ich sag's mal, wie es ist, ja. Und dieser 15. August 1871 schreibt dieser Albert Pike einen Brief an Mazzini, eine längere Geschichte, ich mache es ganz kurz. Da entwirft er mit seinen Satanistenzirkeln, entwirft er einen Plan, wie Regierungen in aller Welt in eine Einweltregierung einmünden. Und er sagt in diesem Brief, und bitte, das sind dokumentierte Dinge, die sind belegt seit 1871, er erklärt dort, wie diese Satanistenbünde, wie sie die Weltherrschaft in drei Etappen anstreben, und zwar mittels drei Weltkriegen. Damals gab es sowas noch nicht. Ja. Also er beschreibt in diesem Brief drei Weltkriege. Und bitteschön, der erste Weltkrieg, ich mache das ganz kurz. Der erste Weltkrieg, sagt er dort in diesem Plan, er spricht das Ziel des Ersten Weltkrieges an, es muss die Macht des Zares von Russland gestürzt werden, es muss ein atheistisch-kommunistischer Staat gegründet werden. Genau das ist 1917 passiert. Dann beschreibt er, und dann muss ein Zweiter Weltkrieg kommen, in einem zweiten Schritt, mit dem Ziel, also ein Zweiter Weltkrieg, der zwischen England und Deutschland entstehen soll.
mit dem Ziel, um den Kommunismus im Gegensatz zum judäo-christlichen Kultur darzustellen. Ich zitiere ihn, er schreibt 1871 immer, er schreibt, wir brauchen diesen Gegensatz, um einen zionistischen Staat in Israel zu gründen. Genau das ist mit dem Zweiten Weltkrieg passiert. Und dann, und jetzt kommen wir in unsere Zeit, dann schreibt er, und dann in einem dritten Schritt, ein dritter Weltkrieg soll im Mittleren Osten entstehen und es soll ein Krieg zwischen dem Judentum und dem Islam sein. 1871, nachgewiesen durch viele Quellen, durch viele Zeugen, genau das, was jetzt am Passieren ist. Und er sagt, diese Konfrontation im Mittleren Osten soll sich dann auf die ganze Welt verbreiten. Ein Krieg gegen die Religionen, ein Krieg, um die Religionen abzuschaffen mit dem Ziel dahinter. Und dann sagt er, und dann wollen wir ein Armageddon heraufbeschwören, also eine endzeitliche Entscheidungsschlacht. Ich könnte hier Stunden ausführen. Jedenfalls sagt er im selben Brief, dann wollen wir zuerst mal die Nihilisten gründen. Also das ist das, was jetzt alles miteinander in Aktion ist. Nihilismus bedeutet Auflösung aller Werte, aller gehabten ethischen Werte, moralischen Werte, alle Vorstellungen. Eben heute darfst du nicht mehr Frau, nicht mehr Mann geben. Das ist Nihilismus, oder? Kinder, früh sexualisieren, das ist Nihilismus. Alles, was du jetzt erlebst, ist Erfüllung dieses Planes. Und aus diesem Blickwinkel schon 1871 geplant, es sind Verhetzungen, satanistische Verhetzungen. Es sind nicht, meiner Erkenntnis nach, meinem Empfinden nach, sind es nicht die Moslems, die hier unten Stunk machen, sondern es ist ein geschürter, satanischer Plan dahinter, der uns gegeneinander aufhetzt. Ja? Und das muss man differenzieren. Also das Ziel des nächsten Vortrages ist, diesen geplanten Krieg zu vereiteln. Ein Teil, ein Baustein davon, dass wir das allein nicht können, ist klar, haben wir am Anfang schon geklärt. Ja. Aber geschürte Zwiste nicht noch zusätzlich durch zusätzliches Unrecht belasten. Ja. Wir müssen zwischen, wie gesagt, Religion, Terrorismus unterscheiden lernen und nicht diejenigen, die unsere potenziellen Freunde sind oder sein können oder sein möchten, nicht die mit zusätzlichem Unrecht bis zur Feindschaft hin provozieren. Ja? Wenn ich eine gute Familie immer wieder angreife und sie merkt langsam, jetzt wird ihr das Messer auf die Brust gesetzt, ja, wird sie sich nicht irgendwann wehren und wird dann zuschlagen, und dann kannst du sagen, da hast du es, das sind Terroristen. Oder? Also lassen wir uns nicht provozieren. Nicht das Kind samt dem Bad ausschütten, Terrorismus raus, unterscheiden zwischen dem, was Religion ist. Und um dieses Thema jetzt aufzuarbeiten, haben wir einen hochkarätigen Mann vom Thema. Ich möchte herzlich willkommen heißen, Dr. Amir Zaidan, in unserer Mitte von Österreich. Genau. Wir hören gleich mehr über ihn. Aber unsere Bitte an Sie, Herr Dr. Zaidan, ist, helfen Sie uns aus der falschen, aus der destruktiven Angst, damit dieser geschürte Krieg, dass wir da nicht verhetzt werden und dann in diesen Konflikt reinkommen, der geplant ist. Wir möchten das vereiteln. Helfen Sie uns dabei. Jetzt hören wir aber zuerst, wer er ist genau, woher er kommt, und dann nachher bitte ich Sie, nach oben zu kommen. Dr. Amir Mohammed Adeb Zaidan. Ist syrisch-österreichischer Staatsbürger, geboren in Damaskus, Syrien, im Jahr 1964. Er lebt seit 1983 im deutschsprachigen Raum, ist verheiratet, hat 7 Kinder und 6 Enkelkinder. Seine Laufbahn? 1994 bis 2003. Muslimischer Vorsitzender der Islamisch-Christlichen Arbeitsgemeinschaft in Hessen. 1997 bis 2000. Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinschaft in Hessen. 2003 bis 2013 Direktor des Islamischen Religionspädagogischen Instituts mit Öffentlichkeitsrecht in Österreich. Schwerpunkt Fort- und Weiterbildung der islamischen Lehrkräfte für den Religionsunterricht. 2002 bis 2013 Dozent am Hochschulstudiengang IRPA für muslimische Religionslehrer und Lehrerinnen. Seit 2001 bis dato Gründer und Leiter des Islamologischen Instituts e.V. in Deutschland und Österreich. Verfasser der Islamologischen Enzyklopädie, von der bis jetzt 9 Bände erschienen sind, darunter eine Koranübersetzung. Dr. Amir Zaidan spricht nun zu Ihnen zum Thema Die Angst vor dem Islam. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Danke, dass Sie sich dieser Aufgabe stellen. Ich möchte gut zuhören und lernen. Danke. Danke. Sehr verehrte Damen und Herren, Assalamu alaikum. Friede sei mit Ihnen. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen zu meiner Person was sagen, dann werden Sie auch bestimmte Hintergründe besser verstehen. Ich stamme aus der Nähe von Damaskus, aus der Nähe eines bekannten Dorfes hier in Europa, heißt Ma'lula. Hat jemand von Ihnen von Ma'lula gehört? Doch, mit Sicherheit. Ich finde immer jemanden, der von Ma'lula gehört hat, denn Ma'lula ist eine Ortschaft nördlich von Damaskus, wo bis heute die Sprache von Jesus, Friede sei mit ihm, im Alltag gesprochen wird. Altaramäisch. In Ma'lula leben Muslime und Christen. Und die Christen, die in Ma'lula leben, sind keine importierten Christen. Das sind waschechte Syrer, die seit Jahrhunderten mit ihren muslimischen Nachbarn zusammenleben. Sie feiern zusammen. Und wenn sie ein Unglück haben, trauern sie gemeinsam. Wenn sie in Ma'lula sind, werden sie sehen, wie die Kirchen läuten mit ihren Glocken und wie der Muazzin mit dem Gebetsruf ruft. Und manchmal sind sogar die Zeiten so zusammen angepasst, dass sie gleichzeitig stattfinden. Das hat niemanden gestört. Das hat nicht dazu aufgerufen, dass Menschen sich gegenseitig bekämpfen. Aber Syrien leidet heute. Nun, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Ängste werden geschürt. Man spricht von einem islamischen Terror. Sagen Sie mal, Terroristen, die wir weltweit haben, und manche von ihnen sind Juden, manche sind Christen, manche sind Buddhisten. Haben Sie jemals gehört vom jüdischen Terror, vom christlichen Terror, vom buddhistischen Terror? Wieso nur vom islamischen? Wieso trennen wir nicht zwischen Verbrechern, auch wenn sie angeben, dass sie einer Religionsgemeinschaft angehören, und zwischen Inhalten dieser Religionsgemeinschaft? Islam ist keine neue Religion. Sie ist seit 1400 Jahren da, mit allen positiven und negativen Aspekten. Aber dass man sagt, alle Terroristen sind hier Muslime, dann verkennt man die Statistiken. Lesen Sie, was die EU veröffentlicht. Wie viele motivierte islamistische Anschläge in Europa stattfinden und wie viel nicht. Und wieso konzentriert man sich auf 3 Fälle von 48 zum Beispiel? Im Jahre, glaube ich, 2013, wenn ich mich nicht... Aber das andere wird vergessen. Ich will nicht sagen, dass das andere irgendwie egal ist, nein. Oder dass diese Verbrecher, die im Namen des Islam das machen, dass man diese irgendwie eine Rechtfertigung geben kann. Auf keinen Fall. Aber bitte, nehmen Sie nicht eine ganze Glaubensgemeinschaft in Geiselschaft. Es ist nicht wahr, dass es einen, sagen wir vom Islam her, durch eine ganz normale, wir haben die Geschichte, Deutung des Islam, dass man Terroristen hat oder Terroristen, zustande bringt. Stimmt nicht. Wir werden das sehen. Das will ich jetzt versuchen, Ihnen zu zeigen. Ich werde es wissenschaftlich versuchen, Ihnen zu zeigen. Natürlich steht auch nachher die berechtigte Frage, und wie viele Menschen denken so, die werden wir auch beantworten. Deshalb, ich habe versucht, die Fragen, die mir geschickt wurden, und zwar,
diese Fragen, wir müssen nicht Muslime all die bedrohlichen Koranstellen verstehen und einordnen. Wir wollen nichts beschönigen, wir wollen über alles reden. Wie kamen diese Stellen zustande? Wie viele Muslime heute wissen um die arabische Urbedeutung des Koran? Weil nachher wird auch gesagt, ja, Theorie ist gut, aber Realität ist anders. Wie viele Muslime verstehen den Koran so wörtlich und leben es aus, wie es die Nicht-Muslime befürchten? Wie kann man noch rechtzeitige und wirksame Abhilfe sowohl gegen islamische Ausschreitungen als auch gegen den Islamhass schaffen? Das sind die Fragen, die an mich herangetreten wurden, und ich werde auf diese Fragen eingehen und werde das auf diese Art und Weise machen, dass es wirklich auch kinderleicht ist, hoffe ich. Und deshalb, mein Inhalt wird so sein, dass wir zuerst wissen wollen, wenn wir vom Islam sprechen, was ist Islam? Wie verstehen wir das? Wie ist das entstanden? Welche Beziehung hat Islam zum Christentum? Manche denken, Islam hat keinerlei Beziehung zum Christentum, beziehungsweise als ob Christentum immer in Europa entstanden ist. Die Leute vergessen nicht, dass auch Jesus aus der Nähe von Damaskus kam. Koran, was ist das? Wie spricht man das aus? Was ist das? Welche Inhalte hat das? Wie versteht man den Koran-Inhalt? Wie gehen wir damit um? Methodisch, hermeneutisch? Gibt es überhaupt eine Wissenschaftlichkeit? Wissenschaftliche Methoden, wie man die Texte erklärt? Dann Beispiele, und darauf werde ich eingehen, von Koran-Inhalten mit Gewaltbezug, dass wir zeigen, das wird übersetzt, das wird in den Medien übermittelt. Wie wird das aber verstanden und wie haben die Muslime seit Jahrhunderten diese Texte interpretiert? Und ich habe ein paar Lösungsvorschläge für Sie. Vielleicht kommen noch andere dazu, aber lassen Sie uns anfangen mit dem Begriff Islam. Die Sache ist ganz einfach. Bei jedem Begriff muss man zuerst fragen nach der sogenannten linguistischen Bedeutung. Was bedeutet das sprachlich? Denn dieses Wort Islam gab es ja auch bevor der Prophet Mohammed kam, weil vor ihm gab es ja auch die arabische Sprache. Also was bedeutet Islam jetzt losgelöst von der Entwicklung, die nachher stattgefunden hat, oder von dieser spezifischen Bedeutung, die sich dann nachher ereignet hat? Wenn wir nach der wörtlichen Bedeutung des Begriffs fragen, und die wird heute immer noch verwendet in manchen, bei einem bestimmten Vertrag, dann bedeutet das etwas an jemanden übergeben. Wenn ich jetzt dieses Glas Wasser Ihnen übergebe, mache ich Islam. Wenn Sie es annehmen, machen Sie Istilam. So einfach ist das, etwas an jemanden übergeben. Aus dieser Bedeutung, die wörtlich ist, kommt die sogenannte Bedeutung im übertragenen Sinne des Wortes. Nämlich, wenn ich, Mensch, mich, Körper und Seele meinem Schöpfer übergebe, gehorche, aus Dankbarkeit und Liebe, dann ist das die Hingabe oder die Ergebenheit und das ist Islam. Davon kommt die sogenannte fachspezifische Bedeutung. Und weil das Ergebenheit aus Dankbarkeit und Liebe ist, lesen wir im Koran, dass Abraham Muslim war. Jesus Muslim war, Moses Muslim war. Jetzt kommt die Frage, ja, wie kann das sein, wo diese Leute 3000 Jahre vor Mohammed lebten? Ja, wir sprechen hier nicht über den Islam als Name für die Botschaft, die der Prophet verkündet hat, sondern Islam als Lebensweise der Hingabe und der Ergebenheit dem Schöpfer gegenüber. Und das haben alle Propheten praktiziert, deshalb heißen sie im Koran alle Muslime.
Nicht Anhänger von Mohammed, sondern gottergebene Menschen. Menschen, die aus Dankbarkeit und Liebe zu ihrem Schöpfer wissen, dass sie diese Liebe nur bekunden können mit ihrem Gehorsam dem Schöpfer gegenüber. Und dann praktizieren sie seine Gebote. Und dann stellen sie fest, die Gebote, die dieser Schöpfer den Menschen übermittelt hat, sind doch nur für die Menschen. Die sind Gebote für den Körper, aber auch für die Seele und für den Geist. Die uns nutzen. Gott braucht keine Gebote, ist auf niemanden angewiesen. Wir sind auf seine Rechtleitung angewiesen. Und deshalb, wenn wir hier von Gott sprechen und als Muslime sagen Allah, dann müssen wir doch etwas auch kennen, weil sehr viele hier, wenn sie über Allah sprechen, verspotten sie manchmal diesen Namen, insbesondere in diesen sogenannten tollen Medien. Allah ist der Eigenname des Schöpfers auf Arabisch. Auf Deutsch haben wir keinen Eigennamen für den Schöpfer. Das heißt Gott. Dafür haben wir ein Wort auf Arabisch, heißt Ilah. Und dieses Wort Ilah, Gott, hat auch eine weibliche Form, heißt Göttin, Ilaha. Besitzt Plural, heißt Aliha. Aber Gott, Allah, ist der Eigenname des zu Recht Anzubetenden, unser Schöpfer, der uns erschaffen hat. Und deshalb ist es selbstverständlich für arabische Christen, auch Juden, wenn sie von Gott sprechen, dass sie Allah sagen. Fragen Sie einen arabischen Christen, wie geht's dir? Was wird er sagen? Alhamdulillah. Allah sei Dank. Lesen Sie die arabische Übersetzung des Alten oder des Neuen Testamentes, dann werden Sie dort überall Allah lesen, wo die Rede von Gott ist. Ein Freund von mir in Frankfurt war mal Leiter einer katholischen Akademie, erzählte mir, er war in Palästina in einer arabischen Kirche. Und dann haben sie gesungen. Und er hat laufend gehört, Allah, Allah, Allah. Dann dachte er, vielleicht sei er im falschen Laden. Dann hat er am Ende gefragt, ja, ihr habt doch so viel Allah, Allah gesagt. Sagen Sie, ja, was sollen wir denn sagen? Wie viele Christen haben wir, die heißen Abdullah? Ich hatte einen Freund in der Schule. Denn ich habe meine Schule in Damaskus gemacht, absolviert. Kam mit 18 nach Deutschland und mein Freund hieß Abdullah, war Christ. Und damals, 76, 77, wenn er den Religionsunterricht hatte, kam der Priester und hat ihn mit den anderen wenigen christlichen Kindern geholt und sie haben ihren christlichen Religionsunterricht gehabt, parallel zu unserem islamischen. Das habe ich so erlebt. Das hat mir niemand erzählt. Das war unser Freund Abdullah, mit dem wir gespielt haben, zu dem wir Kontakte haben, zueinander immer noch Kontakte haben. In der syrischen Opposition arbeite ich mit vielen christlichen Syrern. Selbstverständlich, dass wir von Allah sprechen und dass wir von der Ergebenheit Allah gegenüber sprechen und wir meinen damit nicht Gott der Türken oder Gott der Araber, sondern wir meinen unseren Schöpfer. Und jetzt, damit wir etwas noch besser verstehen, ein paar Begriffe noch dazu. Wir Muslime verstehen, dass jeder Gesandte mit einer Botschaft kam. Jeder, ob das Moses war, ob das Elias war, ob das Jesus war, Propheten, zu denen wir uns bekennen, dass sie immer zwei Sachen verkündet haben. Sie haben einmal verkündet das, was wir nennen Glaubensinhalte. Etwas, was der Mensch in sich verinnerlicht als Wahrheit. Zum Beispiel, dass es keinen Gott gibt außer den Schöpfer. Dass es Leben nach dem Tod gibt. Dass es Propheten gibt. Dass Gott zu den Menschen gesprochen hat. Dass es eine Abrechnung am jüngsten Tag gibt.
Denn wie Sie hören, diese Inhalte sind Feststellungen. Wenn ich sage, es gibt einen Schöpfer oder Moses ist ein Prophet, dann ist diese Aussage entweder wahr oder unwahr. Ist sie einmal wahr, kann sie nicht anders sein. Und deshalb sagen wir, das sind die Dinge, die wir als wahr annehmen. Und hier sind wir natürlich gemeinsam mit den Christen und Juden und mit allen Menschen, die wissen, dass es Leben nach dem Tod gibt und Verantwortung vor dem Schöpfer gibt. Das nennen wir Aqida. Die Inhalte, die man verinnerlicht, nach außen sind sie nicht sichtbar. Dann gibt es die zweite Ebene, die wir nennen Scharia. Im Westen versteht man unter Scharia Köpfe rollen lassen, Hände abhaken. Aber Scharia für die Muslime, eigentlich das Wort Scharia bedeutet der Weg zu Wassertränke. Das ist die sprachliche Bedeutung. Ein Weg. Heute, wenn du jemanden fragst, wo wohnst du, sagst du in Scharia so und so. Ja, in der Rechtsgasse 24. Scharia, Scharia, der ebene Weg zu Wassertränke, so dass früher, wenn die Menschen ihre Tiere nahmen und sie wollten sie tränken, haben sie sie dann geführt zu dieser Wasserstelle. Und wenn die Tiere direkt von der Wasserstelle getrunken haben, ohne dass der Hirte sich bemühen muss, hat man gesprochen von Tashria, die leichteste Art. Such dir einen ebenen Weg, dass die Tiere direkt von dort trinken können. Das ist Scharia. Und deshalb verbinden wir den Begriff Scharia mit Wasser, mit Leben. Deshalb, wenn Sie Scharia übersetzen wollen, das ist kein Gesetzeswerk. Und darüber habe ich viel veröffentlicht, den Unterschied zwischen Gesetzen und Geboten. Scharia ist eine Gebotenlehre. Die muss man freiwillig befolgen. Es gibt eine Regel im Islam, die ist an erster Stelle. Alles, was unter Zwang erfolgt, ist nichtig, wird auch nicht angenommen. Die Handlungen werden entsprechend den Absichten vergolten vom Schöpfer. Deshalb, Menschen, die irgendetwas tun unter Zwang, natürlich wird das von ihnen nicht angenommen. Hat auch keinen Sinn. Deshalb wissen wir, dass sowohl Islam als auch Christentum, zumindest in der heutigen Zeit, keinen Zwang akzeptieren. Es hat auch keinen Sinn. Wozu? Denn nicht wir sind die Richter. Gott ist der Richter. Wir werden alle von ihm gerichtet. Niemand von uns kann sich an seine Stelle stellen und sagen, ich entscheide darüber, ob du angenommen wirst oder nicht. Wir alle suchen nach der Annahme durch diesen Schöpfer, dass er mit uns zufrieden ist, dass wir unsere Dankbarkeit ihm zeigen können und dass er das annimmt. Und deshalb verstehen wir Scharia als eine Bedienungsanleitung für das Leben. Gott hat uns gesagt, und zu Scharia gehört deswegen, zum Beispiel gehören deswegen Gebote, rituelle Handlungen, wie man betet, fastet etc. Deshalb für Leute, die sagen, ah, die wollen die Scharia hier praktizieren. Leute, wir praktizieren sie längst. Natürlich, indem wir beten, das ist ein Scharia-Gebot. Fasten ist ein Scharia-Gebot. Islamische Begleitung, Scharia-Gebot. Ehe nach islamischem Ritus, Scharia-Gebot. Scheidung nach islamischem Ritus, Scharia-Gebot. Essen von Halal, Koscher. Scharia-Gebot. Das ist alles Scharia. Aber wenn Sie reden von Gesetzen, die vom Staat durch Gerichtbarkeit und Vollzug des Staates wie Strafgesetz, das interessiert den Muslimen in Europa nicht. Das kann auch sowieso nur vorkommen in einem Staat, der solche Gesetze hat. Aber dass man uns reduziert auf das, obwohl das uns nicht interessiert, und das wird auch kaum in irgendeinem islamischen Land heute praktiziert, das ist dann für die Leute Scharia. Und alles andere, alle anderen Gebote, sei wahrhaftig, sei ehrlich, sei großzügig, sei hilfsbereit. Das ist alles, das sind Scharia-Gebote. Alles Praxisbezogene, was man sieht, was man praktiziert, ist Scharia-Gebot. Und alles ist für die Menschen und nicht gegen die Menschen.
Und deshalb, wenn wir von Scharia sprechen, dann wissen wir, dass manche Propheten gleiche Gebote verkündet haben, andere haben unterschiedliche Gebote verkündet, weil sie zu unterschiedlichen Völkern mit unterschiedlichen Problemen, mit unterschiedlicher Entwicklung. Und deshalb müssen wir natürlich auch hier die Frage stellen, wie kann man dann auch Scharia-Gebote aktualisieren? Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt unveränderbare Zustände im Leben des Menschen. Da haben wir auch unveränderbare Gebote, aber es gibt viele veränderbare, sich entwickelnde Lebensabschnitte, Zustände im Leben des Menschen, ja, für die natürlich müssen wir, die sind sowieso frei, von der Scharia nicht reglementiert. Es heißt, ihr wisst besser über euren Alltag, über eure Probleme. Deshalb, die Scharia hat keine Verkehrsordnung, keine Bauordnung, keine Verwaltungsordnung, nicht mal eine Ordnung, wie ein Staat auszusehen hat. Und wenn Sie diesen Begriff Khalifat hören, das bedeutet nur Nachfolger. Der Staat, den der Prophet Mohammed angeführt hat, hieß nicht Khilafat. Khalifa heißt, weil der Nachfolger im politischen Amt hieß Khalifa, heißt im Arabischen Nachfolger. Also, Nachfolger. Aber das ist doch kein System. Beinhaltet auch keine Vorgaben. Und deshalb ist es für uns natürlich normal und selbstverständlich, dass wir zum Beispiel aus der europäischen Erfahrung profitieren können, wie man Macht kontrolliert, wie man wählt, wie man vielleicht die Menschen fragt nach ihrer Meinung. Das müssen wir auch tun, sonst wie können wir die Menschen zu etwas zwingen, was sie nicht wollen. Aber das machen manche Leute, über die ich noch reden will, aus ideologischen Gründen. Die können das nicht aus den Quellen rechtfertigen. Und deshalb sagen wir, gleiche Aqida, unterschiedliche Scharia über die Propheten, die verkündet wurden. Und dann gibt es natürlich viele Bereiche, wo man etwas aktualisieren kann. Das ist nur eine kurze Einführung, weil Sie auch vorhin vom Terminologiekrieg gesprochen haben. Stimmt, wir haben einen Terminologiekrieg. Liebe Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, dass an den sogenannten islamwissenschaftlichen Fakultäten in Europa keine Terminologiearbeit betrieben wird. Überhaupt nicht. Wer unterscheidet uns und sagt uns, das bedeutet so und das linguistisch das und fachspezifisch das und nach der Lehrmeinung von XY gibt es diese Definition und nach der anderen Lehrmeinung von dem, alles wird durcheinander durchgewürstelt und dann sagt man, das ist der Islam, es gibt ja sowieso keine Methodik und keine Hermeneutik und so weiter und so fort. Deshalb habe ich 22 Jahre lang arbeiten müssen an dieser Enzyklopädie, damit ich das auch übermittle, den Leuten deutschsprachig zeige, was ist Koranwissenschaft, was ist Hadithwissenschaft, was ist diese Gebotenlehre, was heißt islamisch heiraten, was bedeuten diese Inhalte im Koran, diese Unterscheidung, 900 Jahre lang Orientalismus und wir haben kein Buch über die Koranwissenschaft. Da kommt irgendjemand, sagt mir, irgendwelche Thesen, die er vertritt. Kein Buch über die Hadithwissenschaft, wie Muslime zum Beispiel die Authentizität ihrer Texte überprüfen können. Nichts darüber. Und dann redet man von Islamexperten, die eher Geheimdienstangestellte sind, als dass sie mit Wissenschaft etwas zu tun haben. Oder Propaganda-Übermittler. Sprechen wir ganz kurz über Beziehung, das werde ich schneller machen, damit wir zu anderen Themen noch kommen können. Sie wissen, wenn Islamologen oder Theologen sprechen, dann muss man sich in Acht nehmen, zeitmäßig. Aber Beziehung zum Christentum. Vielleicht wissen Sie nicht, dass Jesus oder Isa übrigens, Sie finden viele Muslime, die Isa heißen. Isa ist Jesus auf Arabisch.
Der ist für die Muslime der unmittelbare Gesandte Allahs vor Muhammad. Er ist im Koran 25 Mal namentlich erwähnt. Muhammad ist 2-mal im Koran erwähnt. Seine Mutter Maryam, Maria, die Jungfrau. In dieser Frage sind die Muslime katholischer als die Katholiken übrigens. Sie wurde im Koran 34 Mal erwähnt und es gibt ein Kapitel, heißt Suratu Maryam. Der Koran besteht aus 114 Kapiteln und wird berichtet über die jungfräuliche Geburt von Maria. Und lesen Sie diese Stellen, die sind herrlich, schön, wie das dargestellt wird. Lesen Sie das, dann werden Sie sehen, wie die Muslime, was sie von Maria halten, von Jesus halten. Jesus ist auch im Koran beschrieben als der Messias. Muslime sind anders als Juden, erkennen Jesus als den Messias. Und das ist im Koran erwähnt, mindestens direkt 11-mal. Und wie gesagt, wer die Stellen des Koran haben möchte, gerne schicke ich ihm das zu. Also man kann auch den Koran lesen, dann wird er immer das wieder sehen. Allerdings akzeptieren wir die Gottessohnschaft und die Kreuzigung nicht. Und deshalb, Muslime, warten auf die Wiederkunft von Jesus als Zeichen des Heranrückens des jüngsten Tages. Nicht nur sie warten auf Jesus, wir auch. Das ist Bestandteil der Aqida, der Lehrer, Glaubensinhalte der Muslime, mindestens, sage ich, von 95%. Weil auch andere Meinungen gibt, die dann sagen, sie interpretieren das ein bisschen anders. Er hat natürlich das Evangelium, Al-Injil, die frohe Botschaft verkündet. Allerdings, wie Sie auch wissen, da wir das Original davon nicht haben, wissen wir, dass wenn Widersprüche kommen zu diesen anderen Botschaften, die wir kennen, dass hier Menschen vielleicht bewusst oder unbewusst bei der Übertragung, wir wissen, etwas verfälscht haben oder anders falsch wiedergeben haben. Denn wir wissen, dass Christentum in den ersten 300 Jahren und die Christen wurden verfolgt, mussten geheimlich ihre Lehre verbreiten. Da ist auch was untergegangen. Und deshalb sagen wir bei diesen Fragen der Einzigartigkeit des Schöpfers, dass es nur einen gibt und dass das nicht anders interpretiert wird. Das muss auch so verkündet worden sein von Jesus. Friede sei mit ihm. Die Trinität aber wird zurückgewiesen. Das lernen wir und wir lernen auch, wie die Trinität entstanden ist. Aber wir haben keine Zeit, dass wir darüber sprechen. Ganz kurz, ich wollte Ihnen nur sagen, damit Sie wissen, was Maria und Jesus für die Muslime bedeuten, was Christentum für die Muslime bedeuten, wie Muslime über Jesus und Maria sprechen. Viele unserer Töchter heißen Maryam und viele unserer Söhne heißen Isa. Und auf die sind wir stolz, denn Jesus ist einer unserer Propheten. Kommen wir jetzt zu diesem Thema. Wie ist das eigentlich mit dem Koran? Im Arabischen kann man dieses Wort auf zwei Arten sprechen. Entweder sagt man Koran, da gibt es so einen Buchstaben, was wir nicht im Deutschen haben, dieses Hamza, Koran. Oder man kann sie auch anders sprechen, indem man sagt Koran. Und dann haben dann die Gelehrten gesagt, ja, wozu, für was steht das eigentlich? Sie wissen, zuerst kommt dann diese Diskussion, aus welchem Wort abgeleitet, weil dieses Wort ist arabisches Wort. Woher kam das? Manche Gelehrte, und das sind die Mehrheit, sie sagen, das ist nicht abgeleitet, das ist einfach ein Name dessen, was der Prophet als Wort Gottes übermittelt hat. Und andere sagen, doch, das ist doch abgeleitet von einem Verb aus dem Arabischen, aber hier streiten dann die Gelehrten darüber. Aus welchem?
In Europa ist weit verbreitet dieses Iqra, Lesung, was nicht richtig ist. Denn auch wenn wir Iqra sagen, das hier, vortragen, rezitieren, meinen wir nicht lesen. Weil wir werden nachher durch die Definition kennen, Koran ist das rezitierte Wort. Das Niedergeschriebene nennen wir Mushaf, nicht Koran. Und deshalb haben andere gesagt, dass es entweder von Qarana, Koran, oder Qara'a, Koran, deshalb diese beiden Sachen. Und dann sagen sie, von Qarana gibt es verschiedene Bedeutungen. Entweder das eine, was zum anderen hinzugefügt wurde, oder etwas, wo man etwas gesammelt hat. Wieso das? Weil, wie sie wissen oder vielleicht nicht, der Koran wurde nicht auf einmal hinabgesandt. Der Koran besteht aus 6236 Verse oder Ayat, in 600 Seiten heute niedergeschrieben, und er wurde in 23 Jahren hinabgesandt. Nicht in der Reihenfolge, die wir auch schriftlich hier heute haben. Und deshalb, diese Geschichte muss man auch kennen. Wie ist das zuerst? Wie ist das in diesen 23 Jahren zustande gekommen? Wie kam das eine zum anderen und so weiter? Das ist nur kurz dazu wegen der Zeit. Und dann kommt die sogenannte fachspezifische Definition. In der fachspezifischen Definition sagen wir, Koran ist Allahs Wort. So wie wir sagen auch, Evangelium ist Allahs Wort. Tora ist Allahs Wort. Das heißt, von Allah übermittelt. In einer ausgesprochenen arabischen Sprache, damit wir abgrenzen von den anderen Worten, die Gott gesprochen hat, wie Evangelium und Tora. Deshalb in arabischer Sprache, dem Gesandten Mohammed durch den Engel Jibril übermittelt. Dann, damit wir trennen von dem, was Mohammed selbst sagte, was wir als Hadith nennen und nicht Koran, sagen wir, der gesamte Koran ist in eine ununterbrochene, fortlaufend gesicherte Überlieferung uns übermittelt. Das nennen wir Tawatur. Und wenn Sie heute Koran lernen wollen, Sie gehen zu einer Einzelperson, davon haben wir Millionen in der islamischen Welt, die den gesamten Koran, 600 Seiten, auswendig können. Sie werden von ihnen lernen, wie sie das von Einzelpersonen auch gelernt haben. Und egal, wo sie diese Menschen dann aufsuchen, die einander nicht kennen, alle werden ihnen das Gleiche übermitteln. Die bringen ihnen bei, nicht nur die Schrift, sondern wie man die ausspricht, weil auch die Kunst des Sprechens zählt. Und dessen Rezitation eine rituelle Handlung ist. Es gibt manche Menschen, die sagen, wozu sollen Türken oder Schweizer oder nicht arabisch sprechende Koran auswendig lernen? Erstens hilft gegen Alzheimer, weil wenn man auswendig lernt, dann ist das gut, dass man aktiv dran bleibt, aber das ist nicht der Grund, weil das eine rituelle Handlung ist. Der Prophet sagt uns, für jeden Buchstaben, den du rezitierst, hast du deinen Lohn von deinem Schöpfer. Das ist genauso, wie wenn eine Geliebte ihren Geliebten einen Brief übermittelt und er immer wieder das liest und sich erinnert. Deshalb, das ist auch ein Zeichen dieser immer wiederkehrenden Erinnerung an den Schöpfer. Muslime lernen das, weil sie sagen, das, was ich ausspreche, ist im Original das, was übermittelt wurde. Auch wenn sie die Bedeutung nicht verstehen. Deshalb müssen wir trennen zwischen überrezitieren auf dieser Ebene und zwischen verstehen. Natürlich, rezitieren ist eine Sache und verstehen ist eine zweite Sache. Manche von Ihnen, von uns, von Ihnen hören sich Musik, Lieder, die sie nicht verstehen, aber sie genießen sie. Und viele Muslime hören sich auch den Koran und genießen die Rezitation und erinnern sich an ihren Schöpfer. Deshalb ist auch Koran eine rituelle Handlung und für uns Muslime unnachahmbar ist, aber darüber können wir noch lange reden, dass als Eigenschaft haben wir, weil im Koran steht, wenn ihr glaubt, dass das nicht von Allah ist,
dann vollbringt etwas Ähnliches. Und er fordert uns alle dazu auf, alle Menschen zusammen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, interessiert uns jetzt nicht. Was uns interessiert, dass wir wissen, Koran ist das Ausgesprochene, das Verschriftlichte nennt man Mushaf. Gut, jetzt kommen wir zu den Koraninhalten. Ganz, wie gesagt, aufgrund der Zeit, ganz knapp erwähnt, das Wichtigste, was im Koran ist, Sie werden sehen, etwa ein 5% des Inhaltes des Koran spricht von Gott und seinen Attributen. Sie können etwa 5% von 6236 Versen, kann man das so aufzählen, findet man sie. Es gibt auch, wie gesagt, Lexika, sie sammeln alles zusammen unter diesen Überschriften. Dann werden Sie sehen, Aussagen zur verborgenen Welt, Leben nach dem Tod, was in der Zukunft sein wird, jüngster Tag, in etwa 30%. Also das hat mit der Zukunft zu tun, was auf uns zukommt als Ermahnung für uns Menschen. Prophetengeschichten, natürlich alle anderen Propheten, wie ich Ihnen gesagt habe, angefangen von Adam, Noah, Abraham, Jesus, Moses und so weiter, 25%. Das sind Geschichten, damit wir lernen, welche Schwierigkeiten diese Propheten hatten, wo die Probleme lagen, wie haben ihre Völker auf sie reagiert und so weiter und so fort. Also wir haben hier immer noch, wie viel haben wir jetzt? 60% und wir sind noch nicht bei den Kopfrollen angekommen. Werte, wo wir aufgefordert werden, bestimmte Werte zu leben, Wahrhaftigkeit, Geduld, etc., circa 5%. Dann haben wir Aussagen zu Naturphänomenen, weil der Koran sagt ja, unnachahmbar, wenn er uns über bestimmte Sachen erzählt, Entwicklung des Embryos im Mutterleib, andere Dinge, und wir sehen, das kann Mohammed nicht gewusst haben, weil die Wissenschaft uns heute etwas erzählt und das wird auch in gewissermaßen detailliert dargestellt, nicht in der Fachsprache der Mediziner, aber wo man erkennen kann, stimmt, das ist gegen alle Theorien, die damals waren, etwa 6%, aber ich sage Ihnen auch jetzt, der Koran ist kein Buch der Wissenschaft, sondern ein Buch der Rechtleitung zu Gott, damit man erkennt, es ist von diesem Schöpfer. Und dann kommen die Passagen, wo wir auch das viel Zitierte von Gewalt in etwa finden. Nicht alles, aber die Berichterstattungen über das, was stattgefunden hat zur Zeit des Propheten. In etwa 5%. Und deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir differenzieren zwischen Kernbotschaft und zwischen Berichterstattung über etwas, was zur Zeit des Propheten stattgefunden hat oder eine Antwort auf eine Frage, wir werden das nachher sehen, wo man dann weiß, das ist jetzt vorbei, das ist Geschichte. Genauso wie wenn ich über den Zweiten Weltkrieg berichte, dann heißt es doch nicht, dass ich jetzt dazu auffordere, dass man diesen Krieg wiederholt oder nachholt. Und dann haben wir Gebote und Verbote, also etwas, du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst nicht lügen, du darfst zum Beispiel nicht stehlen, etc. Die 10 Gebote, die wir haben, haben wir genauso im Islam. Und auch die rituellen Handlungen, Beten, Fasten, all diese Aspekte in etwa 8%. Das ist die Scharia. Sprich, die Scharia mit ihren Geboten im Koran, also mit diesen allen Handlungen, praxisbezogene, die nennen wir Ayatul Ahkam, die Ayat von den Scharia-Geboten, direkte sind 3%, sind etwa 150 Ayat. Großzügig interpretiert, mit Hintergründen und zwischen die Zeilen lesen und so weiter, in etwa 500. Höchstens 8%. Also Koran ist kein Gesetzesbuch, sondern Koran ist ein Buch, der den Menschen klar machen will oder Antworten geben will
wie sie sich zu verhalten haben in diesem Diesseits, aber auch, was auf sie wartet im Jenseits. Und den Menschen steht frei, ob sie dem glauben oder nicht. Deshalb heißt es an einer zentralen Stelle im Koran, wer will, soll den Iman, also wer will, soll glauben. Und wer will, soll leugnen. Gott zieht uns zur Rechenschaft. Alle. Und niemand, manche denken ja, dass sie am jüngsten Tag stehen und sagen, ah, im Pass steht hier Muslim oder Christ, dass sie dann durchgeschleust werden. So einfach ist das nicht. Wir werden für jedes Wort, für jede Handlung, für jede Regung, die wir bewusst tun, zur Rechenschaft gezogen. Und der Koran bringt uns bei, alles, was Gott betrifft, Gott vergibt. Er ist der Allvergebende, der Allbarmherzige. Aber was Menschen betrifft, das müssen die Menschen vergeben. Deshalb, liebe Gäste, versöhnen Sie sich mit den anderen Menschen, bevor Sie sie vor dem Schöpfer anklagen im Jenseits. Denn da hilft uns weder Macht noch Geld noch irgendetwas. Und jetzt in diesem Zusammenhang, jetzt reden wir ja über die Koranstellen, weil wir über Gewalt und diese Missverständnisse reden wollen. Im Rahmen dieses Themas Gewalt interpretieren wir natürlich diese Texte. Wie kann sein, Gott, der Allbarmherzige, wie kann sein, dass er uns zu Gewalt aufruft? Und deshalb, wenn wir diese Stellen lesen, machen wir Folgendes. Wir untersuchen sie sprachlich, fachspezifisch. Es gibt eine Wissenschaft in der Islamwissenschaft, in der klassischen, die heißt Usulul Fiqh, die Hermeneutik, wie man die Sprache versteht. Sprachanalyse, wo ein Begriff auf 8 verschiedenen Ebenen untersucht wird. Linguistisch, umgangssprachlich, fachspezifisch, aber auch im Kontext der Gebotenlehre. Und das im eigentlichen Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne des Wortes. Das ist eine der interessantesten Wissenschaften, die wir haben, und die wird nicht seit gestern betrieben, seit 1400 Jahren. Und deshalb die sprachliche und fachspezifische Bedeutung, Untersuchung aller Begriffe, dann den Kontext. Dieser Koran in 23 Jahren wurde hinabgesandt, nicht in einem luftleeren Raum. Mitten im Leben. Es gab Fragen, es gab Ereignisse, es gab Reaktionen. Und indessen, manche, nicht alle, manche haben einen direkten Bezug zu einem Ereignis, was stattgefunden hat. Dann wollen wir wissen, in welchem Kontext. Auch diese Ayat, was hängt von etwas ab? Wir dürfen nicht etwas herausreißen und sagen, ah, schaut mal, hier steht das. Das wäre nicht nur verkürzt, das ist eine Verfälschung. Dann Hinabsendungsanlässe. Gab es eine Frage dafür? Wir werden, wie gesagt, eine Probe hier machen. In welchem Zusammenhang? War es eine Frage? Wer hat die Frage gestellt? In welchem Zusammenhang? War das ein Ereignis? Welches Ereignis? Was haben wir an Texte oder Belege, die man auch überprüft, die Authentizität von diesen Belegen überprüft, damit man sagt, nehme ich diese an oder verwerfe ich sie? Weil es wird ja sehr viel erfunden. Deshalb gibt es eine Wissenschaft, die heißt Hadith-Wissenschaft, Überprüfung der Authentizität der Texte, wo man sie einteilt, in 100%ig sicher, und das sind die wenigsten. Dann höchstwahrscheinlich, mittelmäßig, weniger wahrscheinlich erfunden. Und dafür gibt es etwas, was die Muslime haben und nur die Muslime haben, die sogenannten Überlieferungsketten. Mit Biografien der Überlieferer von Generation zu Generation. Und darüber kann man noch viel sprechen, aber wie gesagt, aufgrund der Zeit, wenn ich damit beginne, ufert das aus, bleibe ich erstmal bei diesem Thema. Wir müssen auch wissen, gibt es andere Ayat,
oder Verse, die in diesem Zusammenhang zu stehen, die vielleicht dem widersprechen? Kann sein, dass zuerst bestimmtes Gebot war, später aufgehoben wurde, durch ein anderes ersetzt, Abrogation? Ein Thema, großes Thema, was man untersucht. Unterscheidung zwischen Ayat mit Charakter einer Berichterstattung, damit wir wissen, ist das Geschichte oder ist das etwas, was auch heute seine Gültigkeit hat? Sprich, Kern der Botschaft. Ja, was will der Islam von uns eigentlich? Und wenn wir diese Stellen lesen, muss ich das jetzt tun? Und habe ich hier für Sie zwei Stellen ausgesucht. Aber bevor ich sie untersuche, möchte ich Ihnen im Allgemeinen ein bisschen von dieser Kernbotschaft was erzählen, damit Sie wissen, was der Koran übermittelt. Sachen, die Feststellungen darstellen. Zum Beispiel, das ist das Prinzip. Was sagt uns unser Schöpfer? Wie sollen wir uns verhalten gegen Gewalt? Er sagt uns, nicht gleich sind das Gute und das Schlechte. Wehre ab mit dem, was besser ist. Wehre ab mit dem, was besser ist. Denn sogleich ist derjenige zwischen dir und dem Feindschaft ist, als wäre er ein enger Verbündeter. Natürlich, wenn man dankbaren Menschen vergibt, werden sie zu Freunden. Aber wenn man Feindschaft mit Feindschaft begegnet, was bekommen wir am Ende? Krieg. Diese Moral, dass man in der Lage ist, das zu tun, wird nur denjenigen gewährt, die sich in Geduld üben. Denn manchmal müssen wir sehr viel aushalten, bevor wir ausrasten oder bevor wir vergeben können. Und dies wird nur demjenigen gewährt, der einen gewaltigen Anteil am Guten hat. Das ist zum Beispiel ein Konzept. Wie gehe ich um mit Feindschaft? Es gibt noch andere Ayat. Ich mache nur hier, wie gesagt, Beispiele davon. Und was sagte der Prophet dazu? Wie hat er das verstanden, unser Prophet Muhammad? Deshalb schreibe ich auch sein Verständnis, diese Überlieferungen von ihm. Wie hat er das kommentiert? Er sagte, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Menschen sicher sind. Weil auch Islam hat mit Salam, mit Frieden zu tun. Und dann sagt er in einer anderen Überlieferung, der Muslim ist derjenige, durch dessen Zunge und die Hand die Menschen nicht verletzt werden. Und der Iman-Bekennende, also der Glaubende, ist derjenige, dem die Menschen ihr Blut und ihr Vermögen anvertrauen. Er begeht keinen Verrat. Das ist, wozu uns der Prophet auffordert. Das sind die Kernaussagen im Islam. Dann sagt er uns nochmal eine zur körperlichen Gewalt zum Beispiel, heißt es im Koran, führt den bewaffneten Kampf auf Allahs Weg gegen jene, die gegen euch den bewaffneten Kampf führen. Also Selbstverteidigung ist erlaubt. Doch begeht keine Aggression, denn Allah liebt gewiss keine Aggressoren. Das sind die Betonungen, die wir in der Sprache haben. Und natürlich können Sie sagen, ja, Muslime haben aber Kriege geführt wegen Machterweiterung. Das stimmt. Aber das hat mit dem Koran nichts zu tun. Dann haben diese Menschen verstoßen gegen diese Lehre. Und das tun manche Leute auch. Genauso, wie kann man die Kreuzzüge rechtfertigen aus dem Evangelium? Es gab Leute, die sich falsch verhalten haben, aber sie haben sich auf das Christentum berufen. Das ist nicht Schuld des Christentums. Genauso nicht Schuld des Koran, weil die Menschen sind so. Menschen haben die Gabe, dass sie vieles missbrauchen können. Dann sagt er uns, was verbale Gewalt angeht. Jemand tut dir verbale Gewalt. Er sagt, sag meinen Anbetern, dass sie das bessere Wort sagen. Denn der Satan stiftet Zwietracht zwischen ihnen. Der Satan ist für den Menschen zweifelsohne ein erklärter Feind. Wie reagiere ich auf Verleumdung und auf verbale Gewalt? Sei du der Bessere. Wir haben das auch vorhin gelesen. Das ist gut,
Nicht schlecht, ich muss keine Rache ausüben. Spätestens vor meinem Schöpfer bekomme ich Gerechtigkeit. Aber er sagt mir, Vergebung ist besser. Vergib. Sei doch der Bessere, sei derjenige, der den ersten Schritt macht, wie wir das vorhin auch gelesen haben. Und was sagt unser Prophet dazu? Er sagt, Allah ist milde und mag die Milde. Er sagt uns, die Milde begleitet nichts, ohne dass sie es verschönert und wird bei nichts vermisst, ohne dass sie es verschandelt. Klar, wenn ich mich grob verhalte, wenn ich mich nicht versöhnen will, ja, wohin wird das hinführen? Kriege, die nie enden. Für was? Auf dieser Erde gibt es genug für alle. Wir sind doch alle gleich. Ich habe zuletzt gelesen, sie haben diese Genen untersucht. Und was sagt uns die Wissenschaft heute? Alle Menschen, egal wo sie herstammen, insbesondere haben sie das bei den Männern, bei diesem Epsilon Genom, ja, Chromosomen. Und sie haben festgestellt, egal ob diese Männer untersucht wurden, ob sie aus Europa kommen, aus Afrika, aus Asien, egal wo sie kommen, sie stammen aus einem. Wir sind doch alle. Unser Prophet sagt, ihr seid alle von Adam und Adam ist aus Erde. Und dann kommen Menschen und wollen sich erheben, überheblich sein gegenüber anderen Menschen. Wir sind doch alle gleichwertig. Es gibt nicht einen Herrn und einen Sklaven. Und dann sagt er, damit sie auch wissen, sogar diese Sensibilisierung in der Sprache, selbst wenn die Menschen Namen wählen und die Araber, wie sie wissen, ihre Namen haben alle eine Bedeutung, genauso wie die Deutschen, nur die Deutschen haben viele der Bedeutungen ihrer Namen vergessen oder es werden nicht so verwendet. Aber man kann im Lexikon nachschauen, dann kann man wissen, welche Bedeutung hat welcher Name. Und der Prophet sagte damals den Menschen, die Namen, die Allah am meisten liebt, sind Abdullah, Allahs Anbeter. Und Abdurrahman, Anbeter des Allgnädigen. Wir erhoffen uns etwas dadurch. Und die hässlichsten Namen, Harb. Manche Araber heißen Harb, Krieg. Das waren die Beduinen damals. Und Murra, das Bittere. Was sind das für Namen? Das heißt, von vornherein, wähle etwas Schönes. Ja? Dann wird man auch anders in diesem Leben auf diese Dinge, auf Probleme auch eingehen. Umgang unter Ehepartnern. Was sagt hier der Prophet, der Koran? Ebenso zu seinen Zeichen zählt, dass er für euch von eurem Wesen, hier wird etwas verwendet, was auch immer falsch übersetzt wird, Sauj, Paarteile. Mann und Frau sind gleich und gleichwertig und Paarteile, zwar mit unterschiedlichen vielleicht Aufgaben, Fähigkeiten, Eignungen, aber beide zusammen sind eine Einheit. Und dass der eine kann auf die andere Einheit nicht verzichten. Deshalb heißt es im Koran, ihr seid aus einem Wesen. Er erschuf euch in einer anderen Eier aus einem Wesen. Aber hier heißt es dann ebenso zu seinen Zeichen zählt, dass er für euch von eurem Wesen Paarteile erschuf, damit ihr bei ihnen Geborgenheit findet. Nicht nur Mann bei der Frau, auch Frau beim Mann. Deshalb ein Paarteil im arabischen Sauj wird verwendet für Männer und Frauen. Ja, also nicht, es wird aber übersetzt so immer mit dieser weiblichen Form nur, also Gattinin. Nein, Paarteil. Er setzte zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit, darin sind sicher Zeichen für Menschen, die nachdenken. Oder verkehrt mit ihnen nach dem, was billig ist, was gut ist, was gewohnt ist. Ja? Solltet ihr gegen sie Abneigung finden, gegen die Ehepartnerin, das gilt auch umgekehrt, dann kann es sein, dass ihr einer Sache gegenüber Abneigung empfindet, in die Allah jedoch viel Gutes für euch gelegt hat. Also nicht gleich Scheidung und Trennung. Gebt die Liebe eine Chance. Und der Prophet sagte,
Die Besten unter euch sind diejenigen, die den besten Umgang mit ihren Frauen pflegen. Weil es ist nicht so einfach. In Bezug auf die Eltern sagt der Prophet, dein Herr gebot, und jetzt sollen das hören auch viele junge Menschen, dein Herr gebot, dass ihr niemandem außer ihn anbetet und den Eltern Güte, nicht gut, Güte, das Beste erweist. Sollten beide bei dir das hohe Alter erreichen, einer von ihnen oder beide, so gib ihnen keine mürrische Antwort. Selbst diese, dass man dann sagt, Mann, wieso und wie nur ich, selbst das ist nicht erlaubt. Sei höflich, sprich schön zu deinen Eltern, denn auch schelte sie nicht und sage ihnen schöne Worte. Sei ihnen gegenüber demütig aus Barmherzigkeit und sage, mein Herr, erweise ihnen Gnade, so wie sie mich von klein an aufzogen. Sei dankbar. Vergiss nicht, was deine Eltern für dich getan haben und tun. Und nicht einfach, wie manche das heute leider machen, manchmal wohnen sie in der gleichen Stadt und besuchen ihre Eltern jahrelang nicht. Das machen nicht mal Tiere. Wie können Menschen dazu imstande sein? Was sagte der Prophet, als ein Mann zu ihm kam? Er sagte, ein Mann kam zu Allahs Gesandten und fragte, wer hat das größte Recht auf meinen besten Umgang? Er erwiderte, deine Mutter. Er setzte fort, wer kommt danach? Er antwortete, dann deine Mutter, auch an zweiter Stelle. Er fragte weiter, wer kommt danach? Er sagte, dann deine Mutter, an dritter Stelle. Und dann sagte er, wer dann danach, sagte dein Vater. Natürlich, weil das, was die Mutter für uns tut, ist viel mehr als das, was der Vater tut. Denn wir sind ein Stück von ihr. Was hat sie alles für uns getan? Wir sind schlafen gegangen und sie bleibt auf, wenn wir krank sind, Nächte über Nächte. Sie ist sogar bereit, sie gibt von uns, von ihrer Seele, von ihrer Kraft, von ihrem Blut gibt sie uns alles. Deshalb die Mutter, die ist natürlich unersetzbar. Und auch wenn sie sich mal vielleicht ungerecht verhält, sie bleibt die Mutter. Und wir müssen dankbar bleiben gegenüber dieser Mutter. Umgang mit den Kindern. Ihr, die den Iman verinnerlicht habt, heißt es im Koran, schützt euch und euren Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, im Hinblick auf die Abrechnung am jüngsten Tag. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Und der Prophet sagt, ihr alle seid verantwortlich. Auch ihr alle werdet für das von euch Verantwortete zur Rechenschaft gezogen. Der Herrscher ist verantwortlich und wird nach dem von ihm Verantworteten zur Rechenschaft gezogen. Der Ehemann ist verantwortlich für seine Familie und wird nach dem von ihm Verantworteten zur Rechenschaft gezogen. Auch die Ehefrau ist verantwortlich im Hause ihres Mannes und wird nach den von ihr Verantworteten zur Rechenschaft erzogen oder gezogen. Sprich, der Prophet gibt uns Beispiele. Jeder trägt Verantwortung, seid eurer Verantwortung gerecht. Und deshalb sagt er auch in Bezug auf die Erziehung der Kinder, erweist euren Kindern Ehre und erzieht sie gut. Nicht gewalttätig sein. Der Prophet hat in seinem Leben niemals ein Kind oder eine Frau geschlagen. Ich sage nicht geschlagen, geschweige denn geschimpft. Dann sagt er zum Beispiel in Bezug auf Mädchen,
Eine Überlieferung sagt, wer drei Mädchen zu versorgen hat und diese gut erzieht, ihnen Barmherzigkeit erweist und mit ihnen gütig umgeht, dieser erhält dafür das Paradies. Wir haben eine andere Überlieferung auch in diesem Zusammenhang, wo jemand fragt, und zwei, sagt er, und zwei. Und dann sagt er einer, und eins, ein Mädchen, sagt er, und ein Mädchen. Das bedeutet, wir können auch das Wohlgefallen Allahs, Gottes, erlangen, wenn wir unsere Kinder, ob das Jungs oder Mädchen sind, gut erziehen. Da müssen wir auch nicht irgendwie Großartiges auf dieser Welt sonst machen, und dann haben wir es. Und dann sagt der Prophet, wenn der Mensch stirbt, geht sein Handeln zu Ende, außer in drei Dingen, wird er weiter belohnt. Er ist tot und er wird weiter belohnt, das wird er finden am jüngsten Tag, für eine Spende mit dauerhaftem Charakter, wie wenn man zum Beispiel Brunnen macht, dass die Menschen dann profitieren, das nützlich ist, also nach seinem Tod, dass man eine Schule baut, dass man etwas gut für die Menschen tut, für die Tiere, für all das, das, was wir als Stiftung, im Islam nennen wir das Waqf. Für Wissen, das nützlich ist, Wissen, das den Menschen hilft, dieses Leben zu bewältigen, und für gut handelnde Kinder, die für ihn Bittgebete sprechen. Ja, das ist also etwas, wo wir dann von Kernbotschaften sprechen. Aber jetzt komme ich zu diesen zwei Beispielen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Darf ich weitermachen? Werde ich versuchen, vielleicht mit einem Beispiel, wenige Minuten. Ja, dann mache ich dieses Beispiel. Etwas, was Sie kennen, was auch viel oft zitiert wird. Und er schlagt sie, die Ungläubigen, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben, denn Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Totschlag. Das ist ein Beispiel von dem, was wir tagtäglich in den Zeitungen lesen. Schauen wir uns das an und schauen wir mal, wie Muslime das verstanden haben und immer noch verstehen. Natürlich lassen Sie die Ideologen beiseite, die Verbrecher beiseite, die Missbraucher. Diese Gruppe gibt es überall. Aber so wie wir es verstehen, wo sie in jedem Lehrwerk der Muslime finden. Was machen hier die Muslime? Die erste Frage, die sie stellen, sagen, was ist der Hinabsendungsanlass dieser Ayah? Denn das ist eine Berichterstattung über etwas. Wir wollen wissen, ist das eine allgemeine Aufforderung, dass ich als Muslim auf die Nichtmuslime losgehe und alle ermorde? Oder in welchem Kontext steht das? Und hier haben wir dieses Kontext, was überliefert ist, wo wir auch nachweisen können, wie das über diese Tradentenketten auch vom Propheten ist, nicht neu, das ist 1400 Jahre alt. Also das ist nicht etwas, was wir jetzt aus der Not erfunden haben. Was wird gesagt im Zusammenhang dieser Ayah? Ich sage es ganz einfach, das will ich nicht lesen. Der Prophet Mohammed, als seine Feinde ihn vertrieben haben aus Mekka, viele seiner Gefährten getötet haben, der war dann in Medina. Das ist dann diese Hijra, diese Migration nach Medina. Und dann haben die Mekkaner versucht, immer seine Feinde gegen ihn, Allianzen zu bilden, damit sie die Muslime zerstören. Und dann haben sie drei Kriege geführt, alle bei Medina. Also wenn zwischen Medina, Mekka und Medina sind 500 Kilometer. Wenn alle Kriege um Medina sind, wo der Prophet geflüchtet ist, dann fragt man sich, wer ist der Aggressor? Wer 500 Kilometer zurücklegt, damit er hingeht. Im Jahre 5 nach seiner Migration von Mekka haben sich dann die Mekkaner mit 10.000 Kämpfern, haben sie die Muslime dort umlagert, aber am Ende wurden sie besiegt. Und ein Jahr später, obwohl die Muslime mit den Mekkanern im Kriegszustand sind, geht der Prophet mit 2.000 seiner Gefährten nach Mekka. Er hat gesagt, ich will die Pilgerfahrt machen. Natürlich, jeder von uns weiß, und er wusste auch, der wird nicht nach Mekka einfach so reingehen. Das bedeutet, er muss dann irgendwie verhandeln. Die müssen ja ihm erlauben, dass er reinkommt. Und er ist ohne Kriegswaffen. Er hat gesagt, ich bin, obwohl die sind immer noch im Kriegszustand, hat gesagt, ich komme nur, um eine rituelle Handlung zu machen, weil Mekka, dort ist die Kaaba. Und es war ein arabischer Brauch, dass jeder Stamm das Recht hat, Mekka zu besuchen.
Der Prophet ist hingegangen, sie haben ihn daran verboten, sie haben ihn gehindert, daran reinzugehen. Und dann kam es zu einem Friedensabkommen. Das Resultat dieser Unternehmung. Und dann haben sie ihm gesagt, gut, im nächsten Jahr darfst du kommen, jetzt nicht, damit sie nicht denken, du bist stark und du hast uns dazu gezwungen, bla bla. Und dann haben sie eine 10-jährige Feuerpause oder sagen wir Friedensabkommen geschlossen. Und der Prophet ist zurückgekommen und im nächsten Jahr haben sie gesagt, du kannst dann kommen, kannst du deine Pilgerfahrt machen, 3 Tage darfst du in Mekka sein und dann gehst du weg. Und die Muslime haben dann die Frage gestellt, wie ist es, wenn diese Leute, wenn wir reinkommen, wir haben keine Kriegswaffen, wenn wir Pilgerfahrt machen, sind wir entwaffnet. Wie sollen wir uns verhalten, wenn diese Leute uns überfallen? Dürfen wir uns verteidigen? Weil für die Araber war damals auch ein Brauch, dass man bei der Kaaba nicht kämpft. Aber dann haben sie gesagt, wenn diese Leute uns in den Hinterhalt nehmen, dürfen wir uns verteidigen? Dann wurde diese Ayah hinabgesandt. Falls diese Leute das tun, dann schauen wir mal den Kontext, weil diese Ayah ist nicht nur alleine dieser, das ist ein Text aus einem Zusammenhang herausgerissen. Schauen wir uns mal den Zusammenhang, nämlich diese Ayah 190 bis 194, was vorher und nachher ist, damit wir den Text haben. Wie heißt es zum Beispiel zwischen jetzt 91, 92 bis 94? Kämpft auf Allahs Weg gegen jene, die gegen euch kämpfen, doch begeht keine Aggression. Allah liebt gewiss keine Aggressoren. Das ist der Anfang. Ihr dürft diese Polytheisten überall töten, wo ihr sie ausfindig macht und vertreiben, von wo sie euch vertrieben. Denn wir wissen, die Muslime wurden von Mekka vertrieben, enteignet, getötet, alles Mögliche. Ja? Die Fitna, und das ist dieses, wo man meint, diese Zwietracht, also die Verfolgung, weil man versteht unter Fitna zum Beispiel das, was in Syrien heute geschieht. Diese Vertreibung und Krieg und unschuldige Menschen. Und dann heißt es hier, eure Verfolgung durch sie, um euch vom Islam abzubringen, ist schlimmer als ihre Tötung. Wann? Doch kämpft gegen sie nicht bei der Kaaba. Bis sie gegen euch darin kämpfen, sollten sie gegen euch kämpfen, dann dürft ihr sie dort töten. Das heißt, ihr dürft euch verteidigen, auch wenn ihr sie tötet, auch gegen alle Bräuche, die damals sind. Und wenn wir weiter dann sehen, den weiteren 193 und 94, solcher Art ist die Vergeltung für die Leugner. Sollten sie sich jedoch der Aggression enthalten, so ist Allah allvergebend, allgnädig, kämpft gegen ihre Kämpfer, damit es keine Zwietracht mehr gibt und die Verherrlichung nur Allah gewidmet wird. Wenn sie sich dann der Aggression enthalten, dann gibt es keinen Angriff außer gegen jene, die Unrecht begehen. Nichtbeachtung des geschützten Monats ist gegen Verletzung eines geschützten Monats, wie gesagt, dass das eine Ausnahme ist. Wenn sie euch angreifen, wo sie es nicht dürfen, dann dürft ihr euch auch verteidigen, wo ihr normalerweise das nicht machen dürft. So greift, und dann heißt es, wer gegen euch Aggression begeht, so greift ihn so an, wie er euch angreift. Er weiß euch ehrfürchtig Allah gegenüber und wisst, Allah ist mit den Ehrfürchtigen. Das bedeutet, diese Ayah, die berichtet über ein Ereignis, hat stattgefunden zur Zeit des Propheten. Übrigens, es kam nicht zu diesem Kampf. Die Muslime haben das auch nicht praktiziert. Aber ihnen wurde gesagt, sollte das so sein, dann ist das, habt ihr euch so zu verhalten. Aber das Ganze kam überhaupt nicht zustande. Und deshalb, wenn wir das lesen, wissen wir, alle muslimischen Gelehrten sagen, diese Ayah betrifft diese 4 Ayat, die Polytheisten von Mekka. Und deshalb haben die Muslime auch nicht überall, wo sie gelebt haben, die Nicht-Muslime getötet. Schauen Sie mal zum Beispiel, seit wann leben Muslime und kontrollieren heute die sogenannten islamischen Länder? In Syrien, seit 1400 Jahren. Wir haben bis heute nicht nur Christen in Syrien, nicht nur Juden in Syrien, wir haben sogar Sonnenanbeter in Syrien. Die leben unter uns. Niemand hat sie getötet. Wieso? Wenn das eine Aufforderung wäre als Kernbotschaft, hätten wir es doch gemacht. Hätten wir 1400 Jahre gewartet darauf.
Natürlich nicht. Und deshalb die Frage, lesen wir nicht, sehen wir die Geschichte nicht? Schauen Sie sich bitte alle islamischen Länder heute. Überall leben die Christen und die Juden und die Gemeinden, die da sind in den islamischen Ländern. Gab es keine Pogrome gegen Juden. Die Juden, als sie hier in Europa verfolgt wurden, wer hat sie aufgenommen und geschützt? Die Muslime in Andalusien und in Nordafrika und im Osmanischen Reich. Auch dieser Krieg heute um Palästina, es geht nicht um die Religion. Wer sagt das? Es geht um Landraub, es geht nicht um die Religion. Auch wenn ein Christ sie angreift und sie aus ihrem Haus vertreiben will und töten will, ja, was machen sie? Sagen sie, ah, du bist Christ, komm, nimm das, mach das. Man will sich verteidigen, logisch. Was hat das mit Religion zu tun? Deshalb, nur das, um nochmal zu sagen, ganz schnell meine Vorschläge, wie gesagt, diese andere Eier, die haben wir, aber ich habe euch auch nochmal was anderes Böses gewählt, aber kommen wir nicht dazu. Meine Vorschläge, was brauchen wir, damit wir vorankommen zusammen? Wir brauchen Bildung. Denn ohne Bildung werden wir uns nicht verstehen können. Wir verlieren dann den Bezug zur Realität. Wir kennen dann weder unsere Geschichte noch unsere Gegenwart. Wir brauchen die Forschung. Leider in der islamischen Welt wird nicht geforscht, auch an islamischen Fakultäten. Und deshalb können solche Verbrecher wie diese Gruppierungen, die wir haben heute, im Namen des Islam sich äußern. Das muss gemacht werden. Aber wir haben hier eine Möglichkeit, das zum Beispiel zu fördern. Ja, und dass man auch deutschsprachig darüber spricht. Wir brauchen eine adäquate Sprache für den Islam, Terminologie. Wir müssen wissen, nicht einfach die eigenen Begriffe auf den Islam oder die eigene Geschichte auf uns übertragen. Wir haben eine andere Geschichte. Aber jetzt sind wir Teil dieser Gesellschaft. Ja, was machen wir? Dann müssen wir uns verständigen. Wir müssen die richtige Sprache verwenden und nicht einfach Dinge durcheinander bringen und wie gesagt, alles durcheinander machen. Wir brauchen den Dialog, aber kein Dialog von Friede, Freude, Eierkuchen. Wir brauchen einen Dialog auf Augenhöhe, ohne Arroganz und ohne Ignoranz von beiden Seiten. Denn wie wir gesagt haben, wir sind doch gleichwertig. Wir sind auch nicht Gott und wir sind nicht verantwortlich jetzt für die Abrechnung mit irgendwelchen Menschen, sondern wir sind alle gleich. Wir sollen vielleicht schauen, wie wir gemeinsam dieses Leben bewältigen. Ihre Probleme in diesem Land sind unsere Probleme. Oder meinen Sie, sind die Muslime nicht von Drogenproblemen, von Arbeitslosigkeit, von diesem Verfall, Werteverfall bedroht oder betroffen? Wir sind doch alle, sitzen im gleichen Boot. Ohne Missionierung. Und deshalb, ich sage Ihnen das aus dem ganzen Herzen. Ich bin hier nicht gekommen, um Sie zu missionieren oder damit Sie den Islam mehr lieben oder so. Ich bin da, um Sie zu informieren. Und Sie wissen selber, was Sie mit dieser Information machen. Und das soll unser Ziel sein. Wieso müssen wir das sein? Die Araber haben ein Sprichwort. Es heißt, der Mensch ist Feind dessen, was er nicht kennt. Im Deutschen sagt man, der Bauer wird nicht fressen, was er nicht kennt. Aber ich will nur damit sagen, durch Bildung, indem wir uns kennenlernen, indem ich Sie informiere. Vielleicht nehmen Sie die Sache nicht an, sagen mir, das ist Blödsinn. Aber indem Sie wissen, wieso ich das mache, stelle ich für Sie, bin ich kein Risiko mehr für Sie. Sie wissen doch, wieso das so abläuft. Dann wissen Sie, um was es geht. Und dann sind Sie beruhigt. Das Problem ist, wenn wir nicht miteinander reden, sondern nur übereinander reden und gegeneinander reden und lassen uns missbrauchen von irgendwelchen anderen Ideologen. Ja, was kommt dann am Ende? Ja? Und deshalb ist es wichtig für uns, Dialog braucht Anlässe, die müssen wir schaffen.
Dialog regnet nicht vom Himmel. Wir müssen etwas tun für den Dialog. Und zwar für einen adäquaten, niveauvollen Dialog, damit wir uns verständigen können. Und was wir brauchen, viel Geduld miteinander und positives Begleiten, Transparenz, aber vor allem auch Fairness. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Dr. Zeidan. Ja. Nicht so viel, sonst gewöhne ich mich dran. Dankeschön, vielen Dank. Also wir sehen, es ist dasselbe, wir haben dieselben Probleme, wie Sie es gesagt haben. Überall, auch bei uns im Christentum, wir haben die Abweichler, wir haben die Spaltungen, Menschen, die auch in all diese Gruppen reingehen, um sie zu spalten, um sie durcheinander zu bringen. Aber es war sehr überzeugend und natürlich, es gäbe jetzt noch vieles, aber Sie haben auch Internetseiten. Ich denke, genau. Sie haben dort Vorträge, ebenso diese Geschosse, diese typischen Stellen, die immer in den Medien kommen. Ich glaube, Sie haben die wesentlichste getroffen und das Prinzip, Sie erklären es ja überall wieder, das ist immer dasselbe. Du kannst nicht als Kernbotschaft haben, liebe deinen Nächsten wie dich selber und dann gleichzeitig solche Dinge missverstehen. Und was Sie erklärt haben, das liest man auch bei Jesus Sirach. Man hat die Juden auch angegriffen am Tag des Sabbats. Es sind dieselben Verordnungen gekommen. Und das wird auch wieder so sein, das ist zweifellos. Das wird bei den Christen so sein. Alle haben Recht auf Verteidigung, ja. Also nochmal ganz lieben Dank. Ich danke Ihnen. Sie haben Vertrauen gestärkt. Dankeschön. Und wir werden dranbleiben. Danke. Dankeschön. Das, was wir hier miteinander lernen möchten, ist, dass wir Rechtschaffenheit anstreben. Ja? Natürlich ist es gut, miteinander zu sprechen, Dialoge zu führen, anders geht es nicht. Wie es der Dr. Zeidan gesagt hat, Bildung, wir müssen uns weiterbilden, wir müssen neu denken lernen. Aber in erster Linie geht es darum, die Herzen auszurichten. Wir können zusammen Gutes tun, wir können zusammen die Probleme lösen, die wir hier unten haben, ob wir uns theologisch schon eins sind oder nicht. Ja? Aber wenn man jeden Ansatz von Lieblichkeit gleich im Keim erstickt, nur weil das theologisch nicht passt oder weil man sagt, das ist vielleicht eine krumme Sache, eben dann geht jeder seinen Weg. Wenn du sagst, diesem Dr. Zeidan vertraue ich nicht, dann vertraust du nicht. Das ist deine persönliche Geschichte. Ich lerne in meinem Leben, ich öffne das Herz diesen Menschen, die mir die Frequenz, die Seite anschlagen in meinem Herzen. Eben, im Anfang war das Herz. Wir versuchen wieder die Sprache des Herzens zu sprechen, nicht die des Verstandes. Und auch wenn der Mann Dinge sagt, ich bin ja Christ, oder? Er hat heute Dinge gesagt, da wäre ich als typischer Christ tot beleidigt, geh mir aus dem Weg. Nein, überhaupt nicht. Es ist sein Recht zu sagen, Jesus war nicht Gottes Sohn, Jesus hat mit Gott. Was soll's? Wir können zusammen hier unten die Probleme lösen, mit AV, mit allen, wir können hier tausend Dinge aufzählen, wir können miteinander Rechtschaffenheit üben und die Rechtgläubigkeit einfach mal bitte schön hinten anhängen. Und wenn er sagt, so kommt man besser in den Himmel und der Christ sagt, nein, so, lass es doch. Jeder weiß es ja doch eh genug, gut für sich, oder? Aber im Wesentlichen ist bei mir sowas hochgegangen im Herzen, dass ich einfach nur sagen kann, Bruder, ich spüre die Gerechtigkeit, mein Bruder, Zeidan. Ja?